Sie sind glücklich zu dritt. Und Oro kann sich nicht vorstellen, dass es je einmal anders sein würde. Ja. Also, Entschuldigung. Sie denkt, so war's. So ist mein Leben gelaufen. Ja, aber denken Sie denn nie, hätte er es nur nicht getan? Ja, klar, natürlich. Ja, vielleicht. Das bitte oder was ist das? Aber er hat es getan. Das ist aber genügend. So ist es gewesen. Ja. Sie kann sich nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Und sie hat Oro. Das glaube ich nie im Leben, dass die Frau gewinnt. Ja, okay. Dauernd an. Sie hat Oro. Es hilft nichts. Auf dem ganzen Körper bilden sich raue Flecken. Ihre Haut ist so trocken, dass sie anfängt zu schuppen. Wie oft sie sich auch einschmiert. Nachts im Bett traut er sich kaum mehr, sich zu berühren. So will seine Mutter sein? Kein Blatt, das stimmt. Da, wo du herkommst, sei es das vielleicht normal, so mit seinen Kindern umzugehen. Aber ist das nicht normal? Wir sind Menschen. Wir haben Respekt voreinander. Hier ist das anders als bei dir in eurer primitiven Kultur. Du gottverdammter Fisch, du blöde Seko, du Fisch! Seine Mutter wählt zielbewusst ihren Weg zwischen Felsformationen und vorbeitreibenden Eisbergen. Wo will sie hin?